Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zu Happy Bar Barbecue und diesem kaiserlichen Wetter, was wir hier haben. Eigentlich ganz verrückt, denn Weihnachten steht direkt vor der Tür und wir haben hier 9 Grad, Sonnenschein, Herz, was willst du mehr? Vielleicht zu den Feiertagen was Tolles zu essen. Die meisten machen ja eine Gans oder eine Ente. Ich habe mich diesmal absichtlich für was anderes entschieden. Ich mache eine Lammkeule. Und wie ich das mache, da zeige ich euch jetzt mal den Zwischenstand. So sieht die jetzt hier aus im Moment. Gefällt mir richtig gut, aber die braucht noch eine Weile. Ihr habt ja jetzt den Zwischenstand schon mal gesehen. Vielleicht seid ihr neugierig geworden. Wenn ja, bleibt einfach dran und ich zeige euch, wie man das Ganze macht. Hier sehen wir jetzt die Zutaten für die Lammkeule. Ich möchte die in eine Kräutermarinade einlegen. Und bei den Kräutern habe ich mich dann für Rosmarin, Thymian und frische Minze entschieden. Die kommen dann zusammen mit dem Knoblauch in das Olivenöl und werden dann noch mit Salz und Pfeffer abgerundet. Damit werde ich dann die Lammkeule einreiben und die wird dann über Nacht im Kühlschrank in dieser Marinade ruhen, so dass ich die morgen dann auf den Grill legen kann. Und wie ich jetzt hier die Kräutermarinade zubereite, das werde ich euch jetzt zeigen. Ich habe jetzt hier in der Zwischenzeit die Kräuter gezupft und habe den Knoblauch geschält und einfach halbiert. Außer beim Thymian, ganz ehrlich, da ist mir dieses Zupfen einfach viel zu nervig. Diese einzelnen kleinen Blätter, die habe ich dann einfach mit dem Messer grob durchgeschnitten. Da wir hier danach im Anschluss mit dem Pürierstab nochmal durch diese Marinade gehen, wird das, denke ich, nicht weiter ins Gewicht fallen. Füllen das Ganze jetzt hier mit einem ordentlichen Schluck von dem Olivenöl auf. Und dann kommt hier noch eine richtig ordentliche Portion Salz hinzu. Und natürlich auch genauso viel von dem frisch gemahlenen Pfeffer. Wenn wir das jetzt soweit haben, werden wir hier jetzt mit dem Zauberstab reingehen und werden daraus unsere Marinade machen. Das Ganze sollte nicht zu fein sein, aber auch nicht zu grob. Schaut, dass ihr da einfach einen Mittelweg findet. Diese Kräutermarinade werden wir jetzt hier zu unserer Lammkeule geben. Die habe ich in so einem Frischhaltebeutel und da gießen wir jetzt einfach die Marinade drauf und werden die dann schön ans Fleisch einmassieren. Schaut, dass das Fleisch ringsrum von der Marinade umschlossen wird und die Marinade wirklich überall richtig gut hinkommt. Und dann geben wir es einfach in den Kühlschrank und da ruht es dann bis morgen. Wir werden jetzt heute die Lammkeule zubereiten. Da sehen wir jetzt hier einmal die marinierte Lammkeule. Die war ja jetzt über Nacht im Kühlschrank und hat schön in der Marinade gelegen. Zusätzlich möchte ich das Ganze unterstreichen, indem ich das in eine Kräuterbox gebe von der Firma Axtschlag. Die habe ich extra nochmal zusätzlich mit Heu gefüllt, so dass da dann unsere Lammkeule Platz nehmen kann. Den Grill habe ich hochgeheizt, so dass ich die Lammkeule jetzt erstmal von beiden Seiten richtig schön angrill und dann lege ich sie dann indirekt in diese Kräuterschale und da wird sie dann bis zu einer Kerntemperatur so von 65 bis 68 Grad ungefähr ziehen. Während wir das Fleisch jetzt hier von beiden Seiten noch schön scharf angrillen, bevor es dann in die Kräuterbox kommt, muss man sich natürlich schon nochmal Gedanken machen wegen der Kerntemperatur. Da muss ich sagen, muss jeder selber einfach versuchen rauszufinden, was er da mag. Man sagt ja ca. 65 Grad, da ist das Fleisch medium, also noch schön rosa. Ich selber mag es vielleicht einen kleinen Ticken drüber, deswegen werde ich versuchen, mich bei 68 Grad ungefähr einzupendeln. Denn bei 70 Grad ist das Fleisch, ja, da ist es eigentlich durch. Es ist aber noch sehr, sehr saftig, also da kann man auch nichts verkehrt machen. Und bei Temperaturen von über 70 Grad, also wenn man so bei 75 Grad ungefähr ist, dann ist es wirklich richtig gut durchgegart. Da muss einfach jeder versuchen, seinen Vorlieben da gerecht zu werden.
Den Grill später werden wir so bei einer Temperatur so ungefähr von 160 Grad, also maximal 180 Grad so einpendeln. Und dann gehe ich mal von einer Garzeit aus, die wahrscheinlich irgendwo so bei 90 Minuten rumliegt. Und das Ganze werde ich aber einfach mit einem Thermometer überprüfen, so dass ich auch wirklich die richtige richtige Kerntemperatur erwische. Während wir darauf warten, dass die Lammkeule fertig wird, möchte ich den Moment kurz nutzen und euch fragen, was es an den Feiertagen bei euch Leckeres zu essen gibt. Ich werde am Heiligabend sicherlich ganz traditionell einfach nur Bockwurst mit Kartoffelsalat machen, ein paar andere kleine Leckereien, und am ersten, zweiten Weihnachtsfeiertag wird es Ente, Gans und Braten, irgend sowas in der Richtung geben. Ich habe mir noch nicht wirklich Gedanken dazu gemacht. Jeder von euch hat ja aber sicherlich da eine andere Tradition, und das würde mich interessieren. Schreibt das mal unten in die Kommentare und bin gespannt, was dabei rauskommt. Gut, die Hälfte der Zeit haben wir schon geschafft. Die Lammkeule sieht fantastisch aus. Ich möchte sie jetzt nochmal wenden, so dass ich von beiden Seiten schöne Farbe, schöne Kruste kriege und das Heu, dieses Aroma davon, wirklich in beide Seiten schön einziehen kann. So, wir dürfen jetzt anschneiden. Hier kommt mir wirklich ein herrlicher Duft entgegen. Das macht mich ganz kribbelig, würde ich mal sagen. Okay, ich bin echt gespannt. Also das schaut für mich fantastisch aus. Wahnsinnig saftig und es schneidet sich butterweich. Ich werde jetzt mal ein Stück probieren. Und dann kommen wir zum Fazit. Ja, jetzt wird es auch schon ein bisschen frischer, aber nichtsdestotrotz werden wir jetzt hier probieren. Hier haben wir so ein Stückchen abgeschnitten. Butterzart. Man hat es vielleicht beim Anschnitt gesehen, es war nicht mehr so recht rosa, aber das ist so saftig und so butterweich gewesen. Und das, obwohl ich jetzt bei 67 Grad es runtergenommen habe. Vielleicht muss man da wirklich bei 65 Grad bleiben, um es noch von der Farbe her ein bisschen rosaner zu kriegen. Aber ich finde es fantastisch. Es ist wirklich genau nach meinem Geschmack. Du merkst die Kräuter richtig toll raus. Also diese Marinade, das hat sich richtig gelohnt. Die hat sich schön reingearbeitet. Was ich jetzt nicht sagen kann, ob man wirklich jetzt das Heubett gemerkt hat oder nicht. Ich denke, es hat es einfach ein bisschen mit unterstützt und ist ein wirklich tolles Gimmick. Ja, was bleibt mir noch zu sagen? Ich möchte mich an der Stelle bei euch bedanken, und zwar für ein wirklich wundervolles Jahr, was wir ja hatten, beziehungsweise ist es ja noch nicht mal ein ganzes Jahr, denn den Kanal gibt es erst seit März. Und ich wünsche euch, euren Familien, ein wundervolles Weihnachtsfest. Erholt euch gut, genießt die Zeit mit viel Liebe und Besinnlichkeit. In dem Sinn, liebt euer Essen, habt Spaß am Grillen. Bis dahin. Ciao.